So Leute, moin moin, Baller Casino wieder am Start. Jetzt kommt quasi das erste Unboxing des Unboxing-Videos der Zwilling-Kaffeespezialitäten. Im ersten Video habe ich ja das große Zwilling-Paket ausgepackt, euch gezeigt, was ist da alles drin. Bei dem einen Produkt hatte ich schon angefangen, bei Milchschäumer ein bisschen was vorzulesen auf der Rückseite, habe mich dann aber umentschieden, weil es einfach zu lange dauern würde. Dafür kommen jetzt die einzelnen Videos der Kaffeemaschine, des Kaffeeaufschäumers, der Kaffeemühle, der elektrischen, und wir beginnen mit den Gläsern. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Unboxing-Zwilling-Gläser, ja, kann man machen, kann man lassen. Ich mache es einfach, ich boxe jetzt jedes einzelne Paket, was da drin ist, an. In den weiteren Videos werde ich es euch nicht mehr erklären, da fange ich einfach an. Also wer die Serie dann schaut, ist natürlich deutlich im Vorteil. Also ich zeige euch das Ding nochmal von vorne. So sieht das Produkt aus. An den Seiten rot gehalten. Oben, ja, auch nochmal ein kleines Bild und Bestellnummern. Wir gucken mal. Da steht auf jeden Fall vorne drauf Zwilling Sorrento Kaffeeglases. Zweimal Kaffeeglas. So. 200 Milliliter, wir lesen mal, was da hinten drauf steht. Deutsch, zweier Set doppelwandiges Kaffeeglas, 200 Milliliter. Das war mir eigentlich ein bisschen wenig. Ich hätte gern die größeren gehabt, aber die waren leider in dem Set nicht zu haben. Hält heiße Getränke länger warm und kalte Getränke länger kalt. Handgefertigtes, hochwertiges, was steht da? Boras oder ja, Kristallglas. Leicht, robust und unempfindlich. Mund geblasen. Daher kann die Höhe, die Dicke und das Gewicht des Glases leicht abweichen. Ja, handmade. Ich möchte jetzt nicht sagen in Germany. Ich gucke mal, was da unten drauf steht. Ja gut, die Zwillingadresse natürlich. Deutschland, und darüber steht Made in China. Also handgeblasene 200 Milliliter Kaffeegläser Zwilling Sorrento aus China. So, wir packen die Dinger mal aus. Ich öffne das mal. Gucken wir mal. Das ist natürlich auch ganz neckisch gemacht, möchte ich euch gern zeigen. Diese Lasche hier hinten, die Lasche hat eine eigene Lasche. Seht ihr das? Da oben, da ist eine eigene Lasche in der Lasche zum Rausziehen der Lasche. Also das ist doch schon mal wieder geil. Ich öffne es mal. So sieht es aus, wenn ihr es aufmacht, unmittelbar das Paket. Dann wird es weiter so aufgeklappt. Das sieht natürlich auch schon sehr geil aus. Zwei so Flügelchen da dran. Und dann die Gläser. Im Endeffekt, ja, die thronen da so ein bisschen drin, sag ich mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, ich werde die mal entnehmen. Oh ja, doch, also sowas habe ich auch noch nicht besessen. Wir haben da eine Anleitung noch mit bei. Da ist, ja, schauen wir mal, was das überhaupt ist. Okay, das ist noch mal eine Gebrauchsanleitung. So sieht es aus, wenn es leer ist. So, ne? Das ist so eine Gebrauchsanleitung, Pflegeanleitung, Leute. Das möchte ich euch... Weil sonst ist ja hier nicht viel dran am Unboxing. Das möchte ich euch auch noch mal kurz nahebringen. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer handgemachten und mundgeblasenen Zwilling Sorrento Doppelwandgläser. Also da hat jemand für diesen Satz, hat jemand richtig, richtig viel Geld bekommen. So, damit Sie besonders lange Freude an unseren Produkten haben, empfehlen wir Ihnen die Beachtung der folgenden Pflege- und Nutzungshinweise. Vor dem ersten Gebrauch jeden Artikel spülen. Also abwaschen. Die doppelwandigen Gläser sind Spülmaschinen geeignet. Wir empfehlen jedoch die Reinigung mit der Hand. Ja, benutzen Sie handelsübliches Spülmittel für die Reinigung, kein grobes Reinigungsmittel wie Scheuersand oder Stahlwolle.
Setzen Sie die Gläser bitte nicht extremen Temperaturschwankungen aus. Sie können durch Druck, Stoß oder Temperaturschwankungen zerspringen. Wer kennt es nicht? Stellen Sie die Gläser bitte nie auf eine Wärmequelle. Beachten Sie, dass der Inhalt heißer sein kann, als die Außenwand der Gläser vermuten lässt. Das ist der typische McDonald's-Fall. So, bitte nutzen Sie im Idealfall Holz- oder Plastiklöffel in den doppelwandigen Gläsern, da Metalllöffel zu Glasbruch führen können. Sollten Sie Eiswürfel in die Gläser füllen wollen, achten Sie bitte darauf, dass Sie bereits vorher Flüssigkeit eingefüllt haben. Verwenden Sie die Artikel nur zusammen mit Lebensmitteln und lagern Sie keine Chemikalien oder Ähnliches in ihnen. Mehr über Zwillingen, J.A. Henkels unter und so weiter, zwilling.com und so weiter. So, das war's. Hier sind noch einige andere Sprachen dann dabei. Jetzt schauen wir uns nochmal die Gläschen an. Also die haben hier einen so einen Zwilling-Aufkleber drin. Echtheitszertifikat würde ich es mal bald nennen. So. Ja, doppelwandig. Hier ein kleines Zwillingszeichen nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ich versuche es einfach mal. Es mag ja gehen. Also man sieht ganz klar gegens Licht, dass die Dinger doppelwandig sind. Hier unten ist das ein Fehler. Nee, das ist irgendwie von der Herstellung irgendwas wahrscheinlich. Das ist dieses Ding, wo er dann, wenn das verschließt, ne, wenn er aufhört zu blasen, dann, ja, was man sagt es verkehrt. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Keine Temperaturschwankungen. Ich habe es euch ja eben alles vorgelesen. Also hört sich, ja. Was soll ich da jetzt zu sagen? Es sind eben Kaffeegläser und in diesen Kaffeegläsern werden wir dann auch die Kaffeespezialität zubereiten, einfüllen und so weiter und so weiter. Wir schauen mal, 200 Milliliter ja nicht sehr viel, aber zum Präsentieren, zum Probieren dürfte es reichen, Leute. So, das war das Unboxing, die Beschreibung, Erläuterung der 200 Milliliter Sorrento handgeblasenen, doppelwandigen Kaffeegläser, ja, von Zwilling. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Als nächstes bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, welches Gerät wir präsentieren werden. Auf jeden Fall nicht die Kaffeemaschine, weil die muss zum Schluss kommen. Und ja, die Kaffeemühle, Milchaufschäumer, das werde ich alles hintereinander wegdrehen, weil die Gerätschaften haben ja alle miteinander zu tun. Ich habe mir extra 1 Kilo Kaffeebohnen geholt. Also ungemahlen, ne, dass ich die auch mahlen kann, sonst habe ich ja, nehme ich immer gemahlenen Kaffee. Ich werde euch das alles schön präsentieren. Da bin ich selber mal gespannt, wie das funktioniert und was das alles so, ja, was der Kram kann, ne, im Endeffekt. So Leute, Baller Casino ist raus. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Haut rein.